Was geht ab, Mann und Seafighter, Oser hier. Und heute im Summon wieder zu unserem Boy Ranger 17, aka MVP 17. In seinem Banner selbst hat sich nichts geändert, wie wir es im Banner Preview uns angesehen haben. Haben wir natürlich unseren neuen C17. Hauptaugenmerk liegt auf ihn. Eine Kopie von ihm würden wir auf jeden Fall dankend annehmen und dann wäre auch gut, um ehrlich zu sein. Aber wir werden gleich natürlich sehen, ob wir das Glück dazu haben oder nicht. C21 wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Sie ist auch im Banner vertreten. C16, den neuen, warum nicht? Neue Unit kann man auch gerne testen. Aber wenn wir natürlich einen der beiden Leader ziehen, dann wäre es ideal. Der Android-Leader. Vor denen habe ich Angst. Ihr wisst es, der sitzt auf 100% und hat noch... Ich habe einen auf 100% und so viele andere, dass ich einen weiteren auf 100% bringen könnte und dann zusätzlich noch Überschuss hätte. Das ist C17. Super geil sehen, aber ja, ich finde ihn trotzdem nice. Perfect Cell. Ja, den würde ich... glaube, bei dem fehlen einige bei mir für Dupes. Ich habe keinen einzigen von denen. Schauen wir mal, wie wir rausgehen. Wenn wir den nicht ziehen aus den Summons, dann hole ich ihn mir wahrscheinlich mit dem Red Dragonstone aus dem Barbershop. Der läuft demnächst ab, Freunde. Wenn ihr ihn noch nicht eingelöst habt, dann macht es auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch Tapion. Wir wissen immer noch nicht, warum der da ist. Und wie gesagt, ihr merkt schon, am Banner selbst hat sich nichts geändert. Freunde, diejenigen, die Summon werden, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Wir fangen jetzt an mit unserem ersten Multisum im neuen C17-Banner. Unser Boy MVP. Unser Boy Dokkan Exclusive Ranger 17. Ah, bin echt gespannt, wie wir hier rausgehen werden. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, beziehungsweise wenn euch das gefallen wird, ja, die Animation war nicht so hype, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid, Freunde, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Okay, Super Saiyan 2, wir hatten Trunks und... wow, okay, wir fangen gleich an mit deinem SSR. Hashtag nicht gefeatured, geht los. Okay, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, der Strength One. Der ist echt solide nach seinem Dokkan Awakening, so ist nicht. Und gut, ein SSR haben wir schon mal. Aber wir wollen natürlich die Featured SSR ziehen. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Schau mal, wir haben hier Krillin mit einem High Kick gegen unsere Kin. Dann haben wir hier C17. Nein, du bist der falsche C17. RC17 wollen wir hier gar nicht sehen. Yamcha ist das. Alright. Und Great Saiyaman. Oh je, meine. Da kommen auf jeden Fall direkt die Troll-Charaktere. Dr. Gero, du hast C17 erschaffen, also gib ihn uns. Nicht den, okay. Wir müssen wahrscheinlich genau sein, nicht diesen C17, sondern den neuen. Den neuen C17, please. Und Bergamo. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich Bergamo habe oder nicht. Wisst ihr, was cool wäre, wenn sie einführen würden, dass wenn man jetzt solche Charaktere zieht, die man nicht hat, dass hier dann New Train dran stehen würde. Dass dann quasi New dran steht, damit wir sehen, okay, den Charakter habe ich schon und den nicht. In der Charakterliste steht das dran, wenn ihr dann nach dem Summon reingeht. Aber hier wäre es auf jeden Fall auch solide. Warum nicht? Weißt du, was ich meine? Naja, ob so oder so. Zeit am Multisum. Danach macht man Group Summon, ein Sing Summon. Wenn ihr mitmachen wollt, macht auf jeden Fall mit. Super Saiyan. Ich weiß, ich will zwar immer die Hype-Animation, aber auch aus den normalen Animationen. Kann natürlich ein Charakter droppen, Freunde. So ist nicht. Nur mit den Hype-Animationen, dann ist er ein bisschen mehr Hype. Aber ansonsten haben wir Gohan. Wie gesagt, macht euch bereit. Danach holen wir einen Group Single Sum raus. Und dann tue ich auf jeden Fall jedem die Daumen. Bei dem Hashtag ein Single Sum. Bei dem Game eurer Wahl könnt ihr das dann gleich machen, wie gesagt. Und ansonsten Shugesh. Okay, oje, oje. Oje. Wie sind die R-Charaktere? Super Saiyan Vegeta, ich dachte kurz, den kenne ich doch irgendwie auch nicht. Android 19 ist wohl nur der GSSR. It is the GSSR. Wisst ihr, okay. Nani? Okay, immerhin ein guter GSSR, sage ich mal. Unser Boy Super Captain Goku Angel, den sein Event wird ja auch demnächst online kommen. Okay, Freunde, hauen wir mal ganz kurz zwischendurch ein Single Sum raus. In einem Group Sum macht mit bei dem Game eurer Wahl, wie gesagt. Und dann hoffen wir, das kippt das die Lage, weil ein Feature-Charakter hatten wir bis jetzt nicht. Okay, ich zieh runter. Ich dachte schon, überleg mal, super, wie diese Animation wäre gekommen. Bei einem Single-Sum, überleg mal, das wäre brutal. Ich zieh runter, 3, 2, 1. Ah, schickt mir eure Screenies dann, wenn ihr was Cooles gezogen habt. Lasst mich auf jeden Fall wissen, sei es auf Discord, Twitter, Instagram, in den YouTube-Kommentaren. Wie es auch sein soll, bin ich rausgegangen mit einem R-Charakter. Wie denn auch sonst, Freunde. C17! Müsste auch die Pose vielleicht stimmen.
Ah, so ist er nicht. So wie es ein Rapper ist er nicht. Er ist nicht so wie ein Rapper, aber EC17. Komm schon. Das ist jetzt der dritte Multisummon. Wir hatten keinen Featured Charakter. Dokkan. Please. Dokkan. Zeno-sama. Let's go. Gib uns etwas. Gib uns etwas. Gib uns etwas. Ey Mann, wir haben nicht mal Super Saiyan 3 bekommen. Nicht mal Super Saiyan 3, okay, ich weiß, ja, Super Saiyan 3. Wir haben ja so oder so ein GSSR. Aber trotzdem, selbst so ein Super Saiyan 3 lässt einen noch ein bisschen hoffen. So Super Saiyan 2 denkst du, ha, vielleicht kommt da was. Vielleicht aber auch nicht. Und bis jetzt, meine lieben Freunde, lief das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gut. Nee, also um ehrlich zu sein, da will ich jetzt auch nicht so optimistisch klingen oder so. Das lief echt nicht gut. Wir sind im dritten Multisum, wir hatten kein Featured SSR bis jetzt. Und es sieht so aus, als wären die Featured SSR die... Oh lol, wir haben zuerst den Goku gekriegt, jetzt den. Wow. Hatte ich den hier auf Global? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Letzter Multisum. Legit letzte Multisum. So schnell geht das. Hashtag OneLastMulti bitte in die Kommentare. Gebt mir eure Kraft. Wir hatten keinen Featured-Charakter. Zumindest einen Featured-Charakter. Oh nee, 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 nee. Oh nee, nee, nee. Zumindest ein Featured-Charakter außer Super 17 bitte, Game. Let's go, Freunde. Letzter Multisum. Dann gucken wir, was hier abgeht in dem Banner von unserem Boy C17. Unseren Android. Lalalala. Okay, okay, okay. Ah, der ist nicht mal Baseform geblieben. Wir haben immer nur so Standard 0815 Animationen. Da sind ein paar Mitglieder, Super Saiyan 2, fertig. Mehr nicht. Oh jemine, legit mehr nicht. Trunks, Trunks Teen ist hier am Start. Dann haben wir noch an der Stelle Whis. Okay. Pan Kids, alright. Ja! 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 Hashtag OneLastMulti! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hatte gar keine Hoffnung auf sowas. Auf so ein Wunder hatte ich... Ich hatte echt keine Hoffnung auf so ein Wunder, Freunde. Aber... Eure Kraft, diejenigen, die mir die Kraft geschenkt haben mit Hashtag OneLastMulti. Perfekt! Perfekt! Wisst ihr warum? Perfekt! Mehr brauchen wir nicht. 1C17. C21 ist in Zukunft in jedem Banner nicht gefeatured. Auf die anderen kann ich verzichten. Einfach nur OneLastMulti. 1C17. Oh mein Gott, das freut mich jetzt wirklich. Das freut mich wirklich, meine Freunde. Dann haben wir noch Super Saiyan 2 Angel Goku im GSSR. Nein, das war nicht der GSSR. Aber das hat mich wirklich gefreut. Hey, what? Okay, wir haben relativ am Anfang gezogen. Wer ist der GSSR? Okay, Buff Trunks. Oh, das war echt ein schöner Abschluss, Freunde. Das war echt ein schöner Abschluss. OneLastMulti zu unserem Boy C17. Ach, Freunde, dementsprechend wisst ihr auch, was abgeht. Denn heute Abend wird gestreamt im Streamplan. Seht ihr das Ganze ab 20 Uhr sehen? Gehen wir live mit Dokkan Battle. Vielleicht auch ein bisschen früher. Warum? Wir haben eigentlich sehr viel vor. Jetzt vor allem haben wir sehr viel vor. Die neuen Dokkan-Event-Medaillen werden wir uns erfahren. Das Story-Event ist online. Vielleicht, vielleicht, ich will nicht viel versprechen, hauen wir noch ein paar Summon raus bei Super Buu. Oder komm, nein, ihr habt mein Versprechen nach dem Pull. Lasst da nicht geizen. Heute Abend im Stream, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, schaltet ein. Momentan ist so eingesetzt auf 20 Uhr im Streamplan. Aber vielleicht, wie gesagt, gehen wir ein bisschen früher online. Haltet am besten die Augen offen in meinem Streamplan oder auf meinen Social Media Kanälen, damit ihr da genau wisst, wann genau ich online gehe. Aber ich poste das Ganze dann auch auf YouTube natürlich. Wir haben viel vor, ihr habt mein Versprechen, wir werden im Super Buu Banner, werden wir auf jeden Fall Summon heute haben im Stream, außerhalb davon haben wir was zu tun. Oh, C17, oh mein Gott, das freut mich richtig, Freunde, vielen lieben Dank für euren ganzen Support, für euer Hashtag OneLastMulti. Das ist halt legit OneLastMulti und ich freue mich darauf, diesen Dude mit euch zu farmen, später im Stream, etc. Blablabla. Lange Rede, kurzer Sinn. Nicht, dass ich zu crazy werde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal spätestens heute Abend im Stream. Beziehungsweise frühestens. Haut rein, Freunde. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be around.